Tobias Füchsle aus Scherstetten im Landkreis Augsburg hat Elektroniker gelernt und arbeitet als Projektleiter. Gleichzeitig besucht er an der Akademie der Handwerkskammer den Meisterkurs Elektrotechnik. Und er studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Um in die Geschäftsführung aufzusteigen, braucht man im Elektrohandwerk den Meister. Und deshalb mache ich den berufsbegleitend auch noch neben dem Studium her. Elektroniker und gleichzeitig Student. Das ist kein Einzelfall. Immer mehr Fachkräfte absolvieren ihre Meisterkurse, um damit anschließend berufsbegleitend studieren zu können. Wir bringen dadurch natürlich erfolgreiche Führungskräfte auf den Markt für unsere Handwerksunternehmen. Und ein Studium ist auch natürlich mit ein Garant, um sich erfolgreich selbstständig machen zu können. Wir bieten auch Vorbereitungslehrgänge an, um die Meister dann für ein Studium noch fitter bzw. fit zu machen. Neben der Arbeit an der Hochschule Augsburg studieren. Hier ist gutes Zeitmanagement gefragt. Tobias Füchsle arbeitet fast Vollzeit und finanziert so auch sein Studium. Das Studium finanziere ich ausschließlich durch Eigenmittel und beim Meister bekomme ich Meister-BAföG. In spätestens 3 Jahren will Tobias Füchsle mit seinem Studium fertig sein. Dann ist er gewappnet für die vielfältigen Anforderungen der Arbeitswelt.